Willkommen, liebe Brawl-Star-Fans, bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Brawl-Stars mit mir. Und ihr seht das ja hier, ihr habt es am Thumbnail auch gesehen, Hälfte ist geschafft, also Hälfte zu 500, dass wir hier in eine Liga kommen. Vielen lieben Dank für die wirklich tollen Kommentare und für die tollen Tipps und Tricks natürlich. Natürlich habe ich mich mit der Supercell-ID jetzt verbunden. Das habe ich jetzt übrigens mit dem Thorsten auf allen Geräten gemacht, auch mit Clash of Clans, Clash Royale, Heyday und Boom Beach. Ah ne, mit Heyday und Boom Beach muss ich noch machen, aber mit den restlichen Games habe ich es gemacht und ich habe mir natürlich den Bali freigeschaltet. Ihr seht, so ein bisschen, so hier und da sind die Karten jetzt auch schon gelevelt. Ich habe den Bull bei 250 bekommen und muss sagen, die Shelly, ja, ich meine, man fängt immer mit einem Charakter an, so eine Art Main-Charakter und den spielst du dann natürlich erstmal lange. Aber aktuell spiele ich hier unten diesen Gitarrenfritzen, den Poco. Denn der hat auch schon Power 4. Also den, sein Rang ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt können wir hier oben, aber habe ich jetzt festgestellt, können wir auch unser Bildchen hier immer ändern. Im Moment habe ich ja die Shelly drin. Finde ich auch sehr, sehr nice. Ich nehme mal an, da kann man wieder später welche dazu kaufen oder so. Und darunter seht ihr auch meine Tag. Hashtag 229VVG38V, denn ich habe festgestellt, es macht natürlich Bock, mit mehreren zu spielen, egal ob das jetzt online ist, da kennt sie Leute nicht, oder aber so wie den Goldie Roger hier, den ich jetzt online hinzufügen könnte. Ich habe schon mit jemandem zusammen gespielt. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, mit wem oder wie ich da nochmal reinkomme. Das muss ich jetzt eben mal sehen. Ah, ich habe es wieder hier unten auf den Community-Tab und da sehe ich hier oben jetzt meine Freunde. Ihr seht, ich habe mich auch mit Facebook jetzt verbunden und das sind halt ja meine Facebook-Kontakte, die scheinbar dann auch ein bisschen Brawl Star spielen hier. Und hier ganz, ganz unten hier den Alex, mit dem hatte ich schon gespielt. Der hat es nämlich auch angespielt, aber Alex hat eins nicht, was man hier in jedem Fall haben muss in diesem Game. Man muss hier Tugend haben, also Geduld. Geduld ist eine Tugend. Die muss man hier nämlich haben, um hier so ein bisschen weiterzukommen, denn der Weg zu 253 Pokalen, kann ich euch sagen, war sehr, sehr schleppend. Da man natürlich auch immer wieder ein paar Pokale verliert, aber was ich natürlich sehr, sehr gut finde, muss ich sagen, ist das Brawl Ball hier im Volltrefferpark. Das finde ich so genial, muss ich sagen. Und auch die Arena ist ja wie ein Fußballfeld. Gehen wir gleich mal rein. Ich will es auf jeden Fall spielen. Und das ganze Spiel wird zu zweit gespielt. Man muss tatsächlich einfach einen Ball in ein Tor bringen und kann hier ganz gut durchrauschen. Ich spiele es jetzt das erste Mal auch mit dem Poco und habe es bisher nur mit der, ich nenne es mal so, mit der Großen hier gespielt. Oh, ich kann auch gleich mein Special machen, weil hier geht es nämlich rund ohne Ende. Und komm, so, da holen wir uns jetzt in jedem Fall den Ball, beziehungsweise nicht, wir holen uns nicht den Ball, sondern wir beschützen den Ball so ein bisschen. Wir können hier ruhig ab und zu auch mal sterben. Das ist alles nicht so schlimm, denn dann spawnen wir natürlich am Tor. Und wenn der Gegner gerade so auf uns zurollt, dann haben wir in der Regel unseren Special da, so wie jetzt. Und können hier so ein bisschen... Ah, Gigi hat ein Tor geschossen. Okay, Gigi. Gigi. Gigi hat das Tor gemacht. Jetzt haben wir den Ball, glaube ich, etwas näher. Ah ja, auch das ist hier nicht ganz so schlimm. So, ich sehe aber, dass wir jetzt den Ball auch absolut ins Tor bringen. Jawohl, Kurnachts hat ein Tor geschossen, 1-1. Das ist auch, teilweise ist es auch ein sehr schnelllebiges Spiel hier, dieses Fußball, muss ich mal so sagen. So einmal meine Melodie reingebracht und dann haben wir natürlich den Ball hier so ein bisschen verloren. Jawohl, Toto hat das doch gemacht. Das Match ist vorbei. Es ist so genial. Ihr seht, das ist sehr, sehr schnelllebig hier. Und so habe ich hier allerdings so ein bisschen die Pokale gemacht. Im Solo-Spiel vor allen Dingen. Denn auch da habe ich mich sehr, sehr bedeckt gehalten. Und habe immer lange gewartet. Habe so ein bisschen was aufgesammelt, sodass ich immer unter den letzten 5 Brawlern war. Denn dann habe ich wenigstens Pluspunkte bekommen. Und habe hier keine Minuspunkte bekommen. Ich würde sagen, die beiden haben keinen Bock mehr auf mich. Okay. Und wenn man hier so ein bisschen in den Duo-Spielen oder auch in den Trio-Spielen rumläuft, sollte man doch schon darauf achten, dass alle so in etwa die gleiche Poki-Höhe haben und auch die gleiche oder so in etwa in der Range der Level sind. Denn wenn ich jetzt hier unten einen nehme, den ich noch gar nicht gespielt habe, dann hat er wenig Trefferpunkte und ich komme in ein relativ hohes Match rein. Das heißt also, ich sollte die
Brawler hier in jedem Fall immer ein bisschen leveln. Und das, was ich auch gemacht habe, ja, ich habe mich dabei erwischt. Ich habe mir nicht das Level 5 Paket gekauft. Aber Leute, für 2,29 € konnte ich mir das, glaube ich, mal gönnen. Da gab es natürlich ein paar Juwelen. Es gab ein bisschen mehr Gold, sodass ich schon mal ein bisschen weiter leveln konnte. Aber wir sind ja nicht zum Labern hier. Wir sind ja zum Brawlen hier. Also wie gesagt, ich erwische mich so häufig in diesem Spiel. Das ist schon nicht mehr normal. Ja, ich gucke einfach auf mein Daddel-Handy hier. Mit dem ich auch aufnehme. Und erwische mich immer wieder, wie ich einfach so auf Brawl Stars klicke. Okay, der macht da... Oh, was ist das denn? Der hat ein leeres Tor vor sich gehabt. Alter. Mann. Der hatte da ein leeres Tor gerade vor sich. Ja, endlich. Meine Herren. Blanco, ey, was machst du da? Oder nee, das war, glaube ich, der andere. Aber ja, manchmal profitiert man natürlich von so ein bisschen von der Unwissenheit einiger hier. Wo ist denn der Ball? Wo ist der Ball? Der Ball ist da unten. Keiner holt ihn. So. Er hat ihn jetzt da. Und einmal das Special hier reingebracht. So, hier oben ist er auf der Flanke. Ja, komm, wir machen dir den Weg frei. Wir machen dir den Weg frei zum Tor. Nein. Es kann ja nicht sein, dass der da jetzt durchgeht. Nein, der marschiert hier unten jetzt durch. Oh, shit. 1-1. Okay. Es geht. Es wird. Und wir müssen den Ball jetzt nur einmal ins Tor bringen hier. Muss mal eben schauen. So, wo ist denn der Ball? Ich weiß. Ich hab gerade den Ball verloren, aber ich glaube, der Ball ist auf dem Weg zu unserem Tor. Was natürlich suboptimal ist. Das wollen wir natürlich nicht haben. Da ist er. So, komm, jetzt lasst uns den Ball hier reinbringen. Durchmarsch, komm. Durchmarsch. Oh, der ist ziemlich stark da, der Bull. Aber okay, der läuft auch nur durch eben. Jetzt ist er auch weg. Wo ist der Ball? Da oben in der Ecke. Da hat der El Primo sich den Ball geholt. Okay. Und jetzt haben wir gleich den Ball wieder. Komm, rein da. Jawohl, Mann, Blanco. Blanco ist unser Spielmacher hier, beziehungsweise unser Torschießer. Richtig kranke Sache hier. Ich kriege jetzt übrigens keine Zusatzmarken, finde ich übrigens auch sehr gut, dass es zeitlich bedingt immer Zusatzmarken gibt. Oh, die beiden haben auch wieder keinen Bock, okay. Das macht natürlich dann auch keinen Sinn, immer wieder mit neuen zu spielen. Aber ihr seht das unten, plus 20 Marken wieder in 1 Stunde 7 Minuten, finde ich auch ganz gut. Sonst wären die Truhen da unten ja nie voll. Und ja, in jedem Fall gehen wir hier nochmal rein in den Brawl Ball. Und wir machen ja ganz gut Pokale hier im Moment. Mal sehen, ob ich das heute nochmal ein bisschen mit der Shelly spiele oder auch mit euch. Ihr habt jetzt meine Tech gesehen und ich nehme hier, ich weiß, ich hab zwar in den anderen Games, vor allen Dingen in Clash of Clans, auch jetzt nicht unbedingt... Oh nein, Toto, das Tor ist woanders. Okay, es hat aber noch ein Teammate geschossen. War nicht schlecht. Okay, ihr habt ja jetzt meine Nick gesehen, beziehungsweise meine Tech gesehen. Und könnt mich jetzt atmen. Ich nehme zwar in den anderen Spielen jetzt kein... nicht unbedingt Freunde auf. Oh, shit. Ach, der doofe Bär hier. Den muss ich mir erstmal von der Hacken kriegen. Der muss ja erstmal zurück. Und aber ich glaube, hier nehme ich erstmal so ein paar Freunde auf. Ihr merkt das schon. Ich kann hier kaum sprechen, weil das so Laune macht hier. Vor allen Dingen dieses Bolzen hier. Wo ist der Ball jetzt? Da ist der Ball. Ah. Ja, der Ball ist auf jeden Fall. Solange wie der Ball im gegnerischen Feld ist, ist eigentlich alles egal. Oh, jetzt liegt er natürlich hier direkt bei uns vorm Tore. Kommt, Leute, da müssen wir ein bisschen fixer hin. Da ist der Ball. Ich kriege den Ball nicht. Ich habe gerade die Steuerung verloren. Passiert euch das auch ab und zu mal, dass ihr dann die Steuerung hier verliert? Komm, einmal noch ein Special gemacht.
Mein Mate hat den Ball. Nein, schieß ihn doch nicht an die Ecke da. Ah, nicht an die Ecke schießen. Ja, okay, die Kisten sind hier ja nicht umsonst. Das sind schon Kisten, die natürlich den Ball jetzt nicht direkt ins Feld treiben sollen. Aber... So, wir haben in jedem Fall den Ball. Eieieiei. Oh, der Ball ist jetzt gerade bei uns in der Range. Da ist der Ball. Hol dir den Ball, Mate. Ja, mein Mate hat sich den Ball geholt. Oh, oh, oh. Hopp, die paar Sekunden müssen wir noch durchhalten. Der darf auf gar keinen Fall da durchgehen. Ja, da bin ich jetzt gerade rumgeeiert, aber egal, wir haben 1-0 gewonnen. Nova hat hier den Sieg errungen und damit haben wir wieder ein paar Pokale gescheffelt. Ja, so geht das ja eigentlich. Und es ist echt schnelllebig. Meine beiden Mates haben keine Lust mehr. Wenn man jetzt hier wieder auf noch ein Spiel geht, dann kommen natürlich jetzt neue Teammates hinzu. Und unten Toto TM3 und noch einer. Ich konnte es jetzt gerade nicht so schnell sehen. So, wir haben natürlich unser Special. Oh, guck mal, jetzt. Oh, ich glaube ja, jetzt. Oh, 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 oh. Oh, ich hatte gerade mein Special zweimal hintereinander. Das ist natürlich nicht schlecht, aber der eine da scheint ein ganz guter Fußballspieler zu sein hier. Oh, okay, guck mal, ja. So schnell kann es vorbei sein und ihr habt gerade auch gesehen, Zeichen des Todes, jetzt verliere ich ein paar Pokale. So ist das hier leider, aber minus 1, damit kann ich leben. Ich habe ja eben reichlich Pokis gemacht, also so geht das hier weiter. Addet mich ruhig als Freund, ich habe noch keinen Club. Auch die Anfrage kam ja jetzt die ganze Zeit und wir sind jetzt, oh, wir sind bei 270. Okay, da haben wir, wie viel haben wir gemacht hier? 17 Pokis in der Folge, das ist nicht schlecht, glaube ich. Und ich denke, in einer Stunde spiele ich das Ding wieder mal an. Dann gibt es wieder ein paar Marken, dass wir unten die Truhen weiter voll bekommen. Also, ja, der Poco hier, der hält sich gar nicht schlecht hier. Der haut hier in seine Klampfe rein. Und ich werde jetzt mal ein paar Solo-Runden, glaube ich, mit der Shelly spielen. Mal sehen, ob ich da nicht noch ein paar Pokale mache. Und es kommt ja heute noch Clash of Clans, also bleibt locker. Ihr braucht jetzt nicht sagen, oh, der Toto bringt gar kein Clash of Clans mehr. Doch, es kommt natürlich noch Clash of Clans, nämlich heute Abend im Livestream. Und da könnt ihr euch auch freuen, also braucht mir nicht erzählen jetzt, Toto macht kein Clash of Clans mehr. Am Wochenende habe ich eigentlich nie Videos gebracht, das ist jetzt auch eher eine Ausnahme. Bis dahin, euer Toto, Road.